Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. So Leute, jetzt aber herzlich willkommen zu Baphomets Fluch, zur Reforged Edition. Ich hoffe, das nennt man so. Ja, wir sind wieder mal mit George unterwegs, immer noch, schon seit längerem, jetzt zum dritten Mal im ersten Teil. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es sieht sehr gut aus. Es sieht wirklich sehr gut aus und es erinnert mich ein bisschen an den fünften Teil von Baphomets Fluch, vom Stil her, wie das so schön ja, gezeichnet ist, würde ich mal sagen. Und ich habe mich dazu entschieden, man konnte hier auswählen, auf ja, welche Art man spielen möchte, ob man nur so eine Geschichtsversion spielen möchte oder ob man klassisch spielen möchte. Ich habe die klassische Version gewählt, dass ihr Bescheid wisst, ne? Weil ich möchte selber knobeln. Ich möchte nicht gleich, nur weil ich jetzt ein bisschen länger brauche, sofort schon automatisch Tipps zugeworfen bekommen. Ja, deswegen, dass ihr da schon Bescheid wisst. Und es gab diesmal sogar ein Tutorial am Anfang, der einem sogar erklärt hat, wie man hier richtig klickt und so. Fand ich auch sehr interessant, aber ich glaube, ihr Click-and-Point-Adventure-professionellen Spieler braucht es nicht. Und ich auch nicht. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Ja, aber es geht jetzt endlich los mit George und wir schauen uns erstmal um, würde ich sagen, oder? Wir schauen uns erstmal hier diese Zeitung an. Eine Zeitung hat sich um den Laternenpfahl gewickelt. Okay, dann nehmen wir die erstmal mit. Ich hoffe, das geht. Aha. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salah-ed-Din, 1345. Okay.
Aber das war eine schöne Animation, muss man sagen, mit der Zeitung. Huch, du hast einen Gegenstand gefunden, eine neue Steuerungshilfe ist verfügbar. Jetzt ansehen. Nein, danke. Wir sind Profis, wir brauchen das nicht. Sagte sie und wird es wahrscheinlich später brauchen. Aber egal. Nicht jetzt, nicht jetzt. Der Schirm hat mich vor der Wucht der Bombe beschützt. Aber jetzt ist er zu nichts mehr nütze. Kann ich damit was machen? Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber nicht sehr viel. Wisst ihr, was ich denke? Ich habe beim letzten Mal bei der Director's Cut Edition, da bin ich hier überall rumgerannt, habe mit allen gesprochen, mir alles angesehen und als ich hier wieder reingehen wollte, konnte ich gar nicht mehr reingehen. Deswegen würde ich sagen, ich gucke mir hier noch den Tisch an und den Tisch auch und dann gehen wir erstmal rein. Weil mich interessiert, ob es da eine Möglichkeit gibt, überhaupt reinzukommen. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Ja, uns auch, ne? Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Das macht Sinn. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Ja, das ist wahr. Die Explosion hat das Glas in 1000 Stücke zerlegt und ein riesiges Loch hinterlassen. Hört ihr die ganze Zeit diese Hubgeräusche? Die irritieren mich. Oh, geht er wirklich rein? Er geht rein. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Oh, wir können reingehen. Oh, cool. Ich meine doch, wir konnten reingehen, aber ich glaube, hier kann ich mit der Kellnerin noch sprechen. Damals war das nicht so, dass... Oh, hier ist die Leiche. Dass schon der Polizist da war, der Detektiv? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mir das selber nochmal anschauen. Sehr interessant. Gucken wir uns erstmal die Leiche an. Das ist die Leiche des alten Mannes. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen habe. Ich werde versuchen, auch für die Leute, die vielleicht das erste Mal Baphomets Fluch hier sehen, werde ich nicht spoilern. Ich werde nicht verraten, was danach passiert, ne? Und bitte auch nicht in den Kommentaren spoilern für die Leute wirklich, die es noch nicht gesehen haben. Weil das wäre echt zu schade. Ich versuche, seinen Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Okay, das heißt, wir hätten bei ihm auch gar nichts rausholen können. Wir haben hier noch eine Flasche. Wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Das ist ja sehr interessant. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Also können wir das auch nicht mitnehmen? Okay. Der Kellnerin scheint es aber gut zu gehen, hoffe ich. Die hübsche junge Kellnerin ist bewusstlos. Oh. Wecken? Oh, ich kann sie tatsächlich hier bewegen. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Oh, mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Ich könnte jetzt sagen, ich bin Arzt. Nein, wir sind kein Arzt. Wir sagen die Wahrheit. Ja. Nö, aber als Kind habe ich immer Krankenhaus gespielt. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Nein, no. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir ein Brandy. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber
Sie ist eine erwachsene Frau, soll sie selbst entscheiden. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Oh. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Ein Tröpfchen? Ich habe das Gefühl, die wird gleich die ganze Flasche ächzen. Ja! Ja gut, fast. Ah, oh, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Was ist mit dem alten Mann? Ist er tot? Ich glaube schon. Ja, er ist tot. Oh mon Dieu. Ich habe noch nie eine echte Leiche gesehen, außer meine Grand-Maman. Aber das war was anderes. Sie war Familie. Ist er schon steif? Ich denke nicht. Er ist erst ein paar Minuten tot. Tja. Okay. Kannten Sie den alten Mann? Nein, Monsieur. Den habe ich nie zuvor gesehen. Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam? Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Es war die reinste Begräbnismusik. Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden. Gehörte diese Zeitung dem alten Herrn? Weiß ich nicht. Jemand hat was draufgekritzelt. Da steht Salah ed-Din, 1345. Sagt Ihnen das etwas? Non, Monsieur, nichts. Okay. Bleiben Sie hier, Mademoiselle. Ich schaue mich draußen mal nach Beweisen um. Gut, interessant, weil dieses Gespräch meine ich, also wenn ich mich nicht jetzt irre, habe ich nicht gehabt, als ich die Director's Cut Edition gespielt habe. Und mir ist gerade was eingefallen. Es ist gar nicht das dritte Mal, dass wir spielen, das ist eigentlich nur das zweite Mal, weil das Original habe ich ja gar nicht gespielt. Das ist ja auch noch ein Ding, was man eigentlich machen sollte, um das einfach nur komplett zu haben, ne? Okay. Gut, wir haben uns die Tische angeschaut, wir haben uns den Schirm angeschaut. Laternenpfahl? Das ist ein Laternenpfahl, landestypisch aus Eisen. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Hier müssen wir ja diesen, haben wir hier den Kreisel? Ja, wir haben hier so eine Art Kreisel, ne? Da hinten geht's in die Gasse, soweit ich mich erinnern kann. Oh ja, oh, und die sieht gut aus. Das ist eine richtig schöne Gasse. So, ich will erstmal hier das Regenrohr begutachten und draufklettern. Ich muss immer jedes Regenrohr hier beklettern. Das Regenrohr sieht so aus, als ob es mein Gewicht tragen könnte. Ja, dann hopp, los, los. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Tja. Aber es hat nicht funktioniert mit dem Regenrohr. Ich beschließe, dass ich mich mit diesem dusseligen Regenrohr genug herumgeärgert habe. Ja, ja. Das Fenster ist durch solide wirkende Eisenstäbe geschützt. Also da kommen wir nicht durch? Nee. Mülltonne? Ups. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Reingucken. Nix gefunden. Er hat nicht mal was dazu gesagt, ne? Ein Stapel Kartons, in denen mal Weinflaschen verpackt waren. Können wir da noch was rausholen? Ich untersuche die Kartons genauer. Sie sind feucht, ziemlich muffig und einwandfrei leer. Aber ich muss schon sagen, ich finde die Animation, wie er sich das Ganze anguckt, schon ganz nett. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Okay, hier ist noch eine Mülltonne. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Ja, die Katze. Oh, das war cool. Das war richtig cool. Okay, wir haben hier noch eine Kiste. Eine Plastikkiste. Einmal reinschauen. Was war das? Hier gibt's nichts Interessantes. Da war gerade hier was Rotes, ne? Interessant. Okay, ich glaube, hier haben wir alles bis auf den interessanten Gullideckel.
Eine Eisenplatte, die den Eingang zu einem Kanalisations- oder Abflussrohr versperrt. Können wir es heben? Oh, die Musik. Ich versuche, den Deckel mit meinen Fingern aufzukriegen, kann aber keinen guten Angriffspunkt finden. Okay, das heißt, wir suchen etwas, womit wir den Gummideckel, den Gullideckel öffnen können. Gut, dann hätten wir das erstmal. Dann schauen wir einmal hier vorbei. Wen haben wir denn da? Oh, ui. Stopp, keine Bewegung. Hey, oh. Nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mui. Mui. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Okay, weil ich bin, glaube ich, damals beim Director's Cut direkt hier gelandet und hatte keine Möglichkeit, vorher hier zu gucken. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Tja. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Ziemlich es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und... Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen? Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass... Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Das ist was anderes, Mouet. Die brauchten ja auch Assistenten. Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Tja. Ich bezweifle, dass sie für ein Verhör in Form ist, Monsieur. Oh. Meine Nase sagt mir, dass sie getrunken hat. Es ist, wie ich befürchtete. Wir sind in eine Lasterhöhle geraten, Mouet. Überlassen Sie sie mir. Ich weiß, wie man mit betrunkenen Frauen umgeht. Das bezweifle ich keinen Augenblick. Et maintenant zum Geschäft. Okay. Ist das jetzt Ihr meine Name, Schuld? Bitte? George Stobbart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, ne? No? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Ja, das haben wir gesehen, ne? Wir haben ja gesehen, wie er reingegangen ist. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Okay. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ja, den Clown. Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Ein Akkordeon? Bon, das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch. Ist das Mädchen in Ordnung, Moe? Oh, sie wird's überleben. Falls sie ihren Cutter überlebt. Sie erinnert sich nicht, einen Clown gesehen zu haben, Monsieur. Was? Das ist seltsam, finden Sie nicht, Monsieur? Ich frage mich, wem ich glauben soll. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Typ. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Okay.
Danke. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Gut. Die arme Kellnerin. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. Tadam. Oh, wen haben wir denn da? Warte mal, habe ich was in die Hand gedrückt bekommen? Lass mich einmal kurz in meine Tasche gucken. Wir haben Rousseaus Karte. Auf der Karte steht Augustin Rousseau, Inspekteur de Police. Er wohnt südlich des Friedhofs von Montparnasse. Okay, jetzt sagen wir mal Hallo. Erstmal angucken. Das Mädchen tut zwar selbstsicher, wirkt hinter dieser Maske jedoch eher bockig. Ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. In diesem Moment denke ich dann so, wie alt war Nico nochmal? Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott. Er hat wieder zugeschlagen. Oh. So, dann schauen wir mal. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantin. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Tja, aber sie kannte diesen Typen. Plantard hieß er also. So, ja. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Aha. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. So, so. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. Schade, jetzt haben wir die anderen Sachen nicht besprochen mit ihr. Ist das eigentlich hier so ein Easter Egg für Mario? Sieht ein bisschen so aus, ne? Interessant. Wie, was ist das? Sport? Vielleicht? Okay. Na gut, lass uns mal mit Mouet sprechen oder erstmal angucken. Der Sergeant ist ein mickriger Mann, der einem kopflosen Huhn gleicht. Was für eine nette Beschreibung. Entschuldigen Sie, Sergeant. Sie haben den Inspektor gehört. Gehen Sie nach Hause, Monsieur. Aha. Haben Sie schon die Aktentasche des Opfers wiedergefunden? Nein, mein Herr. Der Inspekteur hat mir ausdrückliche Anweisungen gegeben, diese Tür zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck. Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Sind Sie ihm gefolgt?
Er hat mich abgeschüttelt. Ich vermute, er ist unterirdisch geflohen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt? Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben. Ich bin ganz sicher, dass Inspektor Rousseau eine vernünftige Suche organisieren wird. Wie konnten Sie und Rousseau so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Diese Informationsquellen von Inspektor Rousseau sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur. Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Und was glauben Sie? Ich glaube, er ist selbst der Teufel. Okay. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Bitte? Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das sein Ernst mit dem ganzen Psychopolizistenkram? Natürlich. Inspektor Rousseau ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in L.A. klappt. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Okay. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Oh, das war nicht schlau. Nein, aber wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Okay. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, also war das Treffen mit dem Clown geplant. Wie kommen Sie denn darauf? Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen 1:30 und 2. N'est-ce pas? Oh. Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen? Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist denn der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer. Ja, toll. Okay. Bis bald, Sergeant. Sehr interessante Gesprächsoptionen, muss man schon sagen. So, und ich wollte eigentlich mit diesem Herrn hier sprechen. Der muskulöse Straßenarbeiter trägt eine Miene zur Schau, die auf 5 Meter Entfernung deutlich besagt, lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Hi, hätten Sie mal eine Sekunde Zeit? Ich dachte, Sie wären im Knast. Was? Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Okay. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Oui, so ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Nett. Putain. Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Verständlich. Haben Sie den alten Mann erkannt? Non. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard. Was soll das heißen?
Ist er tot? Ja. Oh Mist. Jetzt tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. No. Da werden alle Menschen zu Schauspielern. Zu schlechten meistens. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho, oh, die Typen sind witzig, ey. Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Joa, verständlich. Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nichts und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn's anders wäre. Ja, das stimmt. Hören Sie, ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer. Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Bulle? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Vermutlich nicht. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen? Was? Haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen. Der Clown hat den alten Mann umgebracht? Genau. Hat ihn mit einer Bombe weggepustet, die in seiner Quetschkommode versteckt war. Merde! Aber warum hat er sich als Clown verkleidet? Wer weiß schon, was im Kopf von so einem Killer vor sich geht. Ich nehme an, der hat irgendein tiefsitzendes psychologisches Problem. Oder er will einfach nur auffallen. Tja, bestimmt. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten. Und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Oh? Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pft. Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. Oh. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Aha. Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Also, ein Pferd. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Und weg ist er. Okay. Na gut, Leute. Ich werde an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Oder besser gesagt, es wird für euch direkt morgen weitergehen. Dann werden wir uns hier den Werkzeugkasten und das Telefon anschauen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Reforged Edition findet. Ne? Also ich persönlich finde sie echt hübsch, muss ich sagen. Das gefällt mir, ja. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ne? Und dann würde ich an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.